Hallo zusammen, Stefan hier von EDC Austria. Zu dem Namen möchte ich übrigens noch irgendwann mal ein Logo machen, damit man das ein bisschen besser auseinanderhalten kann, weil A Little Older war mein normaler YouTube-Benutzername, nur den habe ich jetzt schon so lang, den will ich jetzt auch nicht mehr loswerden, nur um die allgemeine Verwirrung noch schlimmer zu machen. Aber jetzt zurück zum heutigen Produkt. Heute geht es um ein Reat-Messer von der Firma Reat Knives. Das ist eine in China ansässige, relativ neue Firma, seit ca. 2013 mit dabei. Macht sehr hochwertige Produkte. So wie bei den höherwertigen chinesischen Herstellern so üblich, bekommt man eine schön weich gefütterte Tasche mit einem Mikrofasertuch. Und dann hat man hier noch zwei Washer und ein paar Schrauben und so weiter. Es sollte eigentlich dann nochmal eine kleine Hülle drinnen sein, aber da ich das bei Bladehq gekauft habe, ist die leider nicht mehr drinnen. Ich sage jetzt nicht, dass die was dafür können, aber kommt hin und wieder vor. Allerdings Bladehq ist nochmal sehr wichtig in diesem Thema, denn dieses Messer ist ein Exklusivprodukt. Das gibt es nur bei Bladehq in Amerika und das Ganze zu einem Wahnsinnspreis. Das kostet nur $189,90. Das heißt, da kommt dann noch Versand dazu und Zoll, je nachdem, wo man wohnt. Aber für ein Reatmesser, die normal so bei $300 anfangen, ist das ein Spitzenpreis. Das Messer selbst, wie man sieht, aus Titan. Sehr schöne Fräsungen, die achten auch sehr genau drauf, dass sie wirklich gut arbeiten. Und hier hat man eben, um etwas zu sparen, dafür drinnen, alles so gelassen und nichts rausgefräst. Deswegen kommt man in dem Fall auf den günstigeren Preis und auch das etwas schwerere Gewicht. So wie die meisten Messer, die ihr bei mir seht, ist das ein Titan Frame Lock. Man sieht hier sehr schön, der ist ungefähr bei 30%. Sitzt aber bombensicher. Das Messer ist ein Hohlschliff hier unten und oben dann gerade abgesetzt und satiniert und unten mit DLC-Coating übersehen. Das Ganze ist eine S35VN-Klinge, wie man hier lesen kann. Das Messer wurde designt von Eric Wong, was auch hier wieder zu erkennen ist, weil hier sein Zeichen drauf ist, das Eric Wong Design. So, man hat dann hier die austauschbaren Stahl-Inlays, die dann auch als Überdehnungsschutz dienen. Das Ganze wird deswegen gemacht, damit man nicht mit Titan auf eine Stahlklinge kommt, weil Titan ist schwächer und würde somit auf Dauer dann sich immer weiter abnutzen. Hier oben übrigens die Pins, die man sieht, die sind nicht gedacht zum Flippen, die sind nur gedacht als Stopp für die Klinge. Vielleicht könnte es jemand mit mehr Kraft als ich kann es jedenfalls nicht.
Jetzt mal zu den wichtigen Sachen. Die Klinge ist 8,9 cm lang, also durchaus keine kleine Klinge. Das ganze Messer ist 21 cm lang. Man hat hier so eine interessante Mischung aus Droppoint- und Tanto-Klinge, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das war es auch, was mich so fasziniert hat. Ihr seht dann eh in ein, zwei Tagen noch ein Reat-Video, weil sonst kann ich meine Top 5 des letzten Jahres nicht machen, wenn ich euch die Reat-Messer nicht zeige. Und das ist alles wunderbar schön gemacht hier. Da kann man überhaupt nichts sagen. Es ist sehr durchläufig. Da geht der Staub problemlos durch, ohne dass was hängen bleibt. Man hat es extrem gut in der Hand. Die Finger sind geschützt. Der Grip ist eigentlich nur interessant, wenn ich so halte. Wenn ich sie doch so halte, dann liege ich genau dort auf, wo es hier runter geht. Also ich habe in dem Fall keine Daumenrampe, die rauf geht, sondern eine Daumenrampe, die also bergab geht, was eigentlich nicht unangenehm ist. So mit Holz arbeite ich ja nicht mit den Klappmessern, das wäre ja Verschwendung. Aber so beim normalen Schneiden und so, oder wenn ich zu Hause irgendwas Festeres habe, dann habe ich das schon durchaus in Verwendung gehabt. Das Messer gab es noch in einer bronzenen Version, die war teurer. Es gibt jetzt noch eine fast komplett schwarze Version. Das Messer heißt übrigens Event Horizon, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ja, falls möglich, werde ich das hier einblenden. Ich weiß nie, ob ich das darf oder nicht, weil mir wurden da schon mal Videos rausgenommen auch. Gut, aus China ist irgendwie klar. Von der Beständigkeit ist es 58 bis 60 circa die Härtung. Das Einzige, was wir jetzt noch wissen sollten, wäre das Gewicht. Na, und wir haben da doch stolze 174,7 Gramm, also kein Leichtgewicht. So, nachdem wir jetzt das Gewicht haben, sollte uns noch die Klingendicke interessieren. Da ist hier, glaube ich, ein vernünftiger Ort zu schauen. 3,99, also 4 mm, und ohne Clip. Der Griff als solches hat 1,307 cm. Machen wir gleich den Größenvergleich. Hier habe ich noch ein Benchmade. Das 550-1 ist von der Klinge eigentlich, sollte nämlich ziemlich gleich sein. Das hat nämlich auch 3,5 Zoll, soweit ich weiß. Dann, wie immer, ein Sebenza oder halt ein baugleiches, das Inkosi in dem Fall. Das ist leicht drüber, wie man hier sieht an der Klinge. Beim Griff ist dafür leicht das Reat drüber. Und dann haben wir hier noch eines meiner Lieblingsmesser auch des letzten Jahres, einfach weil es so anders ist, das Zero Tolerance 0456. Wenn ihr irgendwelche Wünsche hättet,
Außerdem, Sebenza, mit welchen Messern ich die Größenvergleiche machen soll, dann bitte sagt's man das, dann können wir immer die gleichen verwenden, weil dann haben wir irgendwas, was die meisten kennen. Ich weiß nicht, was die Leute so alles haben, das müsst mal ihr sagen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das Messer? Ich würde sagen, ja, es schneidet furchtbar gut. Ich verwende es jetzt schon eine Weile zum Karton zusammenschneiden. Das gleitet immer noch wie durch Butter. Allerdings, wenn man jetzt als Beispiel, ich hier in Österreich, es kostet 190 Euro plus 4, also 190 Dollar, aber die sind fast gleich. Plus 40 Versand bin ich auf 230 und dann nochmal ungefähr 40 für den Zoll bin ich auf ungefähr 270. Wenn ich noch ein Messer dazu nehme oder irgendjemand hat, der mir das schickt, okay. Aber es ist auf jeden Fall billiger als so manche Kershaws, die man sich hier kauft. Also vom Vergleich her, weil ich habe schon gesehen, Messer, die 29,90 kosten, in Amerika in Dollar und dann in den Geschäften 79,90 hier bei uns. Aber es ist echt erstklassigst gefertigt und die volle Pracht und Möglichkeit, was so ein Reiat alles kann, werdet ihr dann beim etwas teureren auch nochmal sehen. Aber das ist einfach eine fantastische Möglichkeit, in das einzusteigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und jetzt kommen noch die üblichen Schnittaufnahmen. Bis dann, macht es gut und wir sehen uns bald wieder. Jetzt sollten wieder mehr Videos kommen. Mir geht's besser. Bye bye. So, jetzt sind wir wieder mal beim Schneiden und man sieht und hört sofort, wie leicht das Messer durch Papier geht. Und das habe ich jetzt schon einige Zeit lang gebraucht. Nur schauen, wann ich das englische Video online gestellt habe. Und das sind neue Aufnahmen, die ich heute gemacht habe. Also das Messer geht da durch wie durch Butter. Und man wird es dann auch sehen beim Pappendeckel oder Karton, wie man in Deutschland sagt. Das ist eine meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigungen, nämlich den zu zerschneiden und zerstören, weil ich so viele Pakete davon bekomme. Und da merkt man, wie problemlos das da durchgeht. Und jetzt hier dann, das bin nur ich, wo ich versuche, den zu halten. Ich habe nicht genug Kraft in der Hand da leider, wie man gleich sieht, dass ich das nicht checke. Ja, das ist mein Problem. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und abonniert vielleicht auch den Kanal. Macht's gut. Ciao.